Es war so knapp. Die Sensation lag in der Luft. Aber am Ende mussten sich die wacker kämpfenden Wipers dem Bundesliga-Spitzenreiter Thüringer HC geschlagen geben. Nach dem 21:22 durften die in weiß-schwarz spielenden Bad Wildung Wipers stolz auf ihre Leistung sein. Aber nach solch einem Spielverlauf und der dramatischen Schlussphase überwog natürlich zunächst die Enttäuschung. Ja, das erste Spiel war 31:19 für Thüringer, so wir können stolz sein. Aber vielleicht hat er heute mehr drin gesessen, vielleicht ein Punkt, vielleicht zwei Punkte. Sabine Heustens brachte die Ensehalle mit ihrem 6:4 zum ersten Mal so richtig zum Toben. Zwei Tore vor gegen Herbert Müllers Top-Team. Grundstein sollte eine überragende Abwehr und mit Diener und Kronemann die Leistung zweier Klasse-Keeperinnen werden. Nach der desolaten 12-Tore-Hinspielniederlage in Langensalza hatte Markus Berchten seine Abwehrformation top eingestellt. Vor allem die gefährlichen Tempo-Gegenstöße des Liga-Primus galt es zu verhindern. Wir haben ja auch gesagt vor dem Spiel, dass wir in der Abwehr gut stehen müssen, um das Spiel offen zu gestalten, weil vorne wird es halt schon auch schwierig, Tore zu werfen. Die Belohnung? Nur 12 Gegentore standen zur Halbzeit zu Buche. Selbst erzielten die Wipers bis dato 9 Treffer. Es war also noch alles drin. Einen weiteren Wermutstropfen mussten die treuen Wipers-Fans allerdings im Verlaufe dieser Woche verkraften. Die immer gut gelaunte Jessica Kleinmann wird nach der Saison eine Sportpause einlegen und erstmal nicht mehr für die Wipers spielen. Alles Gute, Jessie. In Hälfte 2 wurde es dann so richtig laut in der vollbesetzten Ensehalle. Nach dem schnellen 12:17 dachten nicht nur die zahlreichen und lautstarken mitgereisten Thüringer Fans, dass der Drops gelutscht sein dürfte. Nat Gornaya und Snelda fanden nun die Lücken in der HSG-Abwehr. Torschütze mit der Nummer 3! Nadja! Aber dann folgte eine unglaubliche Serie der Wipers. Nach 12:17 stand es plötzlich 17:17. Dabei spielte sich vor allem die sichere 7-Meter-Schützin Tessa Cox, sie verwandelte 5:5 und machte insgesamt 8 Treffer, in den Vordergrund. Julia Gronemann kam nach 40 Minuten und fischte nun alles vor ihrem Tor weg. Die Wipers waren auf Augenhöhe mit dem derzeit besten deutschen Team. Miranda Robben traf nach 49 Minuten gar zum 18:17. Und als Heustens das 19:17 einschweißte, stand die Halle Kopf. Eine 7:0 Serie. Die Sensation war zum Greifen nah. Als Van Capelle 2 Minuten vom Platz musste, kam der THC aber noch einmal zurück. 3 Tore in Folge sorgten für das 20:22, das Bad Wildung nicht mehr umbiegen konnte. Schade, Wipers, aber mit solch einer Leistung dürften auch die Playoffs erreicht werden. Der Thüringer HC bleibt in der Tabelle vorn. Vor dem Auswärtsspiel bei Blomberg-Lippe belegen die Wipers mit 14:20 Punkten den Playoff-Platz 8.